Yo, wir sind zugezogen maskulin hier bei Thema Takt mit Tobias Wilinski. Heißt es so? Wow, ja, ich bin beeindruckt. Beeindruckt war ich nicht nur davon, dass Grimm meinen Namen wusste, sondern auch, wie offen die beiden geredet haben. Das Gespräch ist hauptsächlich tatsächlich um unsere Generation. Was heißt eigentlich alle gegen alle und wie erleben die beiden das? Bei zugezogen maskulin denkt man vielleicht, okay, das sind echt harte Typen. Und wenn man die Musik hört, dann denkt man auch, okay, das sind echt harte, abgefuckte Typen, vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr weicher Kern in ihnen, wie in uns allen. Dieses Gespräch fasst, glaube ich, tatsächlich unsere Generation sehr gut zusammen. Zumindest habe ich sehr, sehr viele solcher Gespräche auch mit Freunden, die in der Findungsphase sind und sich oftmals unsicher, wie sie rüberkommen, ob sie cool sind, wo sie dabei sein müssen und was sie im Leben erreichen können und wollen. Und ich will gar nicht viel mehr sagen. Viel Spaß beim Gespräch, zugezogen maskulin, bei Thema Takt. Ja. Und dann starten wir auch schon, damit ihr zum nächsten Interview gleich kommt. Einen Moment. Yo! Hier, lass dir mal von dem Mann einen Account geben für Nee, brauche ich ZDM. nicht. Achso, ja, du weißt, dass ich Genius bin, ne? Ja, ich weiß. Deshalb, ich weiß auch, dass wir vor Ewigkeiten, ich habe einen Account, aber ich habe nie das Passwort mir gemerkt. Na, egal. Das kriegen wir hin, das können wir auch noch regeln. Ja, erstmal herzlich willkommen beim Thema Takt Podcast, zugezogen maskulin. Hallo. Hi. AKA Grimm 104 und Testo. Yep. Ja, das hat mich übrigens gewundert. Ich bin gerade extra auf Genius gegangen und habe mir diese Namenserklärliste angeguckt und dein Name ist nicht erklärt, was mich echt überrascht. Ich habe immer gedacht, bei 104 an den 104 Bus in Berlin. Aber. Das ist tatsächlich nicht. Den Namen hatte ich schon mit einem M mehr, glaube ich sogar. Nee, doch nicht. Als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe. Den gibt es schon länger. Vorher hatte ich einen anderen Namen. Aus welchem Dorf kommst du? Aus einem Dorf in Friesland. Zetel heißt es. Ja, vorerst aber du bist in Koblenz geboren, richtig? Habe auch nichts mit Koblenz zu tun. Ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals in Koblenz war. Vielleicht mal auf Tour im Zirkus Maximus oder wie heißt. Das ist Krefeld. Krefeld? Krefeld, ja. Irgendwas mit K. Ja, Köln. Kaiserslautern. Ich komme auch aus NRW, das ist also umso peinlicher. Ich würde gerne in die Biografien ein bisschen reingehen. Es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich zwei Leute auf einmal interviewe. Ich hoffe, dass es trotzdem cool wird, damit, dass ihr euch nicht anfeindet und genug Redeanteile beide habt. Deswegen, ich würde kurz auf euer eigenes Leben eingehen und dann direkt zum Album springen. Ja. Gut. Also, in Zittau bist du aufgewachsen, hast Abi gemacht, etc. Hab kein Abi gemacht, aber ja. Ah, das ist auch echt selten, dass jemand heutzutage kein Abi hat. Ja. Wie ist denn dein Weg bis hierhin verlaufen, nach Berlin? Mein Weg bis Berlin oder mein Weg ab Berlin? Erstmal bis Berlin. Naja, ich bin in einem Dorf in Norddeutschland groß geworden. Bin da zur Schule gegangen, habe das gemacht, was junge Leute meines Alters auf dem Dorf so machen irgendwie, womit man sich halt die Zeit totschlägt. Also Kiffen und Gewalttaten. Zumindest Scheiße bauen irgendwie. Also beides anderes ist auch, also Kiffen mehr, Gewalttaten weniger vorgekommen. Aber ja, halt irgendwie gucken, wie weit man die Grenzen des Erlebbaren so auf dem Dorf irgendwie ausloten kann. Und bin dann nach Berlin gezogen. Warum? Mann, Alter, das ist ein 12.000-Seelen-Dorf und irgendwann wird so die Spuckepfütze in der Bushaltestelle immer größer und tiefer. Aber du merkst, okay, jetzt sind gerade die Ränder erreicht irgendwie. Also jetzt gerade, also es macht eben keinen Spaß mehr. Es ist nicht mehr dieses, boah, es ist so, also dieses, was man oft, wenn man noch sehr jung hat, dann hast du ja, oder sehr jung hat, sehr jung ist, irgendwie mit 15, 16, hast du ja auch manchmal so dieses, boah, jeden Tag passiert irgendwie was zumindest Aufregendes oder auch aus so lange Weile heraus passiert irgendwie was Spannendes. Man macht halt irgendwas, damit was passiert. Und mit 17, 18 habe ich gemerkt, okay, ich kann hier, egal wie sehr ich mich dagegen stemme und so weiter und so fort, ich kann nichts Spannenderes mehr machen irgendwie. So, jetzt wird es gerade langsam langweilig. Aber Berlin ist ja gleich die größte Stadt. Hattest du da nicht ein bisschen Schiss? Ja, klar.
Also vor allen Dingen, Mann, das war halt, also ich fand mich dann nach Berlin gegangen, 2007 glaube ich, das war halt der Höhepunkt von so deutschem Gangster-Rap irgendwie, mit Berlin auch als zu dem Zeitpunkt unanfechtbare Hauptstadt davon. Also du hast ja diese ganzen allerhand Bezirke irgendwie erzählt bekommen, die so und so sind und so weiter und so fort. Und ich bin ja auch in einem Bezirk gezogen, der auch so und so ist, jedenfalls teilweise. Klar war das am Anfang irgendwie anstrengend halt, also auf jeden Fall ein paar mehr Leute, irgendwie Armut sichtbar und fühlbar, und siehst, wie neben dir jemandem auf die Fresse gehauen wird, irgendwie nachts, ja, es war schon spannend auf jeden Fall, klar. Und Testo, du bist in Leipzig und Stralsund aufgewachsen. Wie war da dein Weg? Dann doch bei allen Unterschieden, die Nordwest- und Nordostdeutschland dann doch haben, recht ähnlich, was eben auch das angeht. Okay, ich bin jetzt hier irgendwie an die Grenzen gestoßen von dem, was das jetzt hier für mich bereithält. Entweder ich suche mir jetzt irgendwie eine Frau und mache ein Kind und gehe so den Weg, oder ich habe halt Bock, irgendwie dann doch nochmal was anderes zu sehen, was anderes zu erleben, was bei mir halt der Fall war. Berlin, also erstmal habe ich hier auch eine Zusage fürs Studium dann bekommen. Ich bin halt mit Berliner Gangster-Rap groß geworden. Das war dann halt schon immer irgendwie, hat mir dann schon mehr bedeutet als irgendwie die Zusage in Hamburg, Rostock oder was weiß ich so. Das war dann für überall Zusagen? Ja, Kollege. Aber ich hab's ja auch klug gemacht, habe mich für ein naturwissenschaftliches Fach beworben, wo es halt kein NC gab, Mathematik. Oh. Ja, da habe ich auch nicht lange ausgehalten. Aber da war Berlin, war für mich eh, das war ein Ort, der mir halt was bedeutet hat und wo ich dachte, okay, die Leute, die ich cool finde, die wohnen da. Da hatte ich Bock, mir das mal anzuschauen. Und was sich ja auch letztendlich als die richtige Entscheidung erwiesen hat, weil das jetzt irgendwie ein Ort ist, auch den ich sehr mag. So. Und tatsächlich war es bei mir dann aber umgekehrt. Ich habe erst in so einer 9-Quadratmeter-Zimmer in Zehlendorf gewohnt. Und da war es so, dass das, also als ich dann aus Stralsund kam, wo ich ja meine ganzen Freunde und so weiter schon so in so Plattenbaugebieten gewohnt haben und wo wir auch rumhingen und gekifft haben und so weiter, und dann in Zehlendorf dann da anzukommen und da mal dann in Kaisers einzukaufen zu gehen und die Leute, die ich da gesehen habe, da war es halt dann das umgekehrte Phänomen, dass ich dachte, ach krass, es gibt ja auch so Leute, denen es einfach so ganz normal richtig gut geht und alle sind voll, sind gut angezogen, sehen gut aus und man hatte und wohnen in großen Villen. Das war eher so das Gefühl, was ich dann in Berlin hatte. Aha, das ist auch eine Welt, die ich gar nicht kenne. Und ihr habt euch dann bei rap.de beim Praktikum kennengelernt. War es da Liebe auf den ersten Blick oder wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt Liebe auf den, nicht auf den allerersten Blick, aber doch relativ schnell, ja. Ich glaube. Und das Ding ist halt auch, ich meine, so bei rap.de, irgendwie war es mit den meisten Praktika, also Testo ist nach mir gekommen quasi und irgendwie, ach, man war ja auch so eine Schicksalsgemeinschaft irgendwie so verbunden durch den einen Ring. Tatsächlich, also ich kann mich noch an so einen Schlüsselmoment erinnern, wir sind, nachdem ich da war und das erste Gespräch damit Steige hatte und euch auch allen Tag gesagt habe, am nächsten Tag sind die dann nach Hamburg gefahren. Genau, um den Rapper Nate damals von Rattus Locus zu interviewen. Eigentlich hätte ich am nächsten Tag Uni gehabt. Das war aber dann schon zum Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, das wird eh nichts mehr. Und hatte halt voll Bock, dann mitzukommen. Bin dann statt zur Uni dann mit denen mitgefahren. Wir saßen im Sprinter und wir sind an irgendeinem Gebäude vorbeigefahren oder irgendein Feiertag war. Und Maurice konnte dann einfach so einen ellenlangen Vortrag über dieses Gebäude, über diesen Feiertag so einfach aus der Hüfte halten. Und da dachte ich so, ah, okay, das ist irgendwie Schlauen. Ein kluger, interessanter Typ. Da war ich dann schon beeindruckt irgendwie. Ach, stop it, you. Also stehst du auf intelligente Menschen? Auf intelligente Männer. Ich bin sapiosexuell. Seht ihr das? Ich habe den Begriff tatsächlich gehört. Ich bin nicht so oberflächlich wie alle anderen, ich bin sapiosexuell, Mann. Wenn Leute was im Kopf haben, Mann. Nee, natürlich ist auch das Aussehen einfach gewesen. Ja. Also gar nicht jetzt nur der Geist, sondern es war einfach... Wir hatten auch eine Zeit lang, haben wir immer dieselbe Lederjacke gerockt. Stimmt, wir hatten dieselbe von Jack and Jones. Ja, genau. Die ich auch angezogen habe, die ich auch trug an dem... Dann hatten wir, glaube ich, tatsächlich auf dieser Fahrt die gleiche Lederjacke an. Das wird Nate bestimmt beeindruckt haben. Naja, der dachte sich, okay, cool. Aber... Hattet ihr denn auch Aufnäher oder war es ganz schlicht?
Ganz schlicht. Auch tatsächlich war das, warte, irgendwas hat mich an der Jacke gestört. Quatsch, die hatte zwar Bündchen, also ich brauche auch mal Lederjacke mit Bündchen, ich finde, sonst sieht aus wie, keine Ahnung, also sieht Vater. Kacke aus, das sitzt nicht richtig, aber die hatte so eine Schulterdinger und eigentlich wollte ich mit Bündchen, aber ohne Schulterdinger und die hatte halt diese, weißt du, die man so abmachen kann, ich weiß auch gar nicht, warum die jemals da irgendwann mal waren oder was das ist. Zum Aufhängen, damit die sich nicht so verhängen, weil Lederjacken, glaube okay, ich, kann wenn sein. Du in den Schrank hängst, dann verformen die sich, weil es organisch ist. Ja, aber mit der, das ging trotzdem klar. Also auch Modewissen bei Grimm ist alles. Ja, nee, ich dachte jetzt gerade, ja, Grimm ist ja absolutes Modewissen am Start. Das Image zerstört. Ja, okay, dann lass mal den Moonshot lassen. Es geht um Alle gegen Supreme. Alle. Ja. Alle gegen Alle heißt euer Album. Geht um Takt. Welcher ist euer Lieblingstakt? Sag mal 140 Takt. Oder 80? Welcher ist euer Lieblingstakt? Nee, 4/4 natürlich. Rum, bum, 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 rum, bum, bum. Nee, dieser grässliche, auf dem wir auch diesem Du bist dran schuld. 3/4. Oh, voll ein, schlimm. 2/3. Ein, du, zwei, war schön. Ja, ihr habt es geschafft, auf den 3/4-Takt zu hören. Ja, ja. Mehrfach sogar. Ich glaube, das mit Kolja ist auch ein 3/4-Takt. Das ist eure Führer. Kendrick Lamar, so ein guter Rapper. Ja, nee, aber natürlich 4/4-Takt. Ne? War auch nur ein Joke. Ja. Brüller auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt gerne in eine richtig düstere Richtung gehen, weil das ist ja auch das, was euer Album eher ausmacht. Ne? Alle gegen alle. Und dann ist eine ganz einfache, ganz offene Frage: Was hasst ihr gerade ganz besonders? Willst du nicht was sagen? Ich bin gerade eigentlich echt versöhnt, mehr oder weniger. Also klar, jetzt mit der Wahl und so weiter, das ist ja alles ungeil. Allerdings sind das alles Themen, die ich auf dem Album schon gefühlt vorweggenommen habe, da hat mich nichts überrascht und ich habe schon meinen Unmut über alles, was mich gerade irgendwie beschäftigt, geäußert und das befreit mich immer und jetzt bin ich eigentlich gerade relativ entspannt, vor allem wenn ich jetzt hier so sitze und mit netten Leuten Interviews führe, dann fällt mir jetzt eigentlich gerade spontan nichts ein, was ich jetzt mega hassen sollte. Ich habe gehasst, Gott sei Dank ist es seit Sonntag vorbei, diese ätzenden Wahlaufrufe, das ist mir richtig auf die Nerven gegangen, wirklich immer wenn Leute in diesem randschmeißerischen Ton mich zum Wahlen versucht haben oder zum Wählen versucht haben zu überzeugen, egal, ob man es jetzt macht oder nicht, aber einfach dieses, ey Leute, das ist mega wichtig, wählen zu gehen, ohne irgendwie, also kannst auch NPD wählen, Hauptsache du wählst, weil das ist mega wichtig. Das ist mir gegen Ende wirklich reell auf die Nerven gegangen, ganz fürchterlich. Hatte das auch Konsequenzen? Tja, leider nicht die ich eigentlich hätte vorgehabt, rauszuziehen. Also weiß ich nicht, ob es auf das Ergebnis der Wahl Konsequenzen hatte, vielleicht. Und ich meine eher, dass du Leuten entfolgt bist oder sie aus deinem Freundeskreis. Ach so. Nö. Das, die Konsequenzen, die ich daraus ziehen wollte, sah anders aus, aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich einen guten Mathematiker hier an meiner Seite hatte, der mir mal so ein paar Sachen gezeigt hat. Ja, schade. Die Konsequenz wäre eigentlich, in den Untergrund zu gehen, aber. Ja. Naja, ist dann noch erstmal Promo-Phase. Ja, genau. Wenn es da nicht läuft, dann hat man immer noch einen Grund. Was sind die Macken des anderen? Also gerade beim Musikprozess vielleicht auch. Ihr kennt euch jetzt schon lange. Also eine Macke, über die wir uns wahrscheinlich auch eh einig sind, ist auch das, was ich eben beschrieben habe, was ich auch mal cool fand. Lange Vorträge über manchmal mehr, aber manchmal eben auch weniger interessante Themen zu halten. Das kann der Herr auf jeden Fall ganz gut, aber ja, mein Gott, ist jetzt auch irgendwie nicht, also ist auch eher belustigend als jetzt wirklich, oh Gott, ich flippe jetzt aus, mäßig so. Ja, wenn du was sagst, dann zu Stimmungswechsel, manchmal wie so ein Frühlingstag, so ein Tag im April, man weiß nie, was ziehe ich jetzt an, Mantel, dann geht man mit Mantel raus, oh, ist schon so warm, dann ziehe ich was Leichtes an, auf einmal wird es sehr kalt, so, aber auch nicht immer, meistens stabil, meistens wie ein Augusttag in Griechenland, einfach nur heiß, aber da leide ich auch am meisten selber drunter, von daher, alles gut. Stimmungsschwankungen oder Wetter? Nee, Wetter. Also, Wetter fühle ich nicht. Nee, ich bin schon echt, wenn man mich so sieht, denkt man vielleicht, ach ja, das ist irgendwie ein ruhiger, mehr oder weniger stabiler Typ, aber in mir drinne, da toben Urgewalten in alle Richtungen und dann irgendwann, dann bricht's auch raus, dann habe ich schlechte Laune, dann habe ich wieder gute Laune, ja, so ist das normal, ne?
Ich merke auch, der nicht nur aus dir bricht es raus, auch der Stuhl zerbricht fast. Du bist auch ein bisschen hibbelig, kann das sein? Ja, ich bin hibbelig, ja. Du bist nämlich auf dem Rollstuhl. Ich glaube, ich hätte euch besser umgekehrt hingesetzt wahrscheinlich. Tja, ja, tauschen wir jetzt. Aber dann, was hast du eigentlich in der Hand? Dann wird eine andere Person hibbelig. Du hast einen Stift und einen kaputten Drumstick in der Hand? Richtig. Ein Pfahl, wie Vlad Tepes. Also, der Fehler. Ist es immer so bei Interviews, dass du das in der Hand hast? Ein spitzen, angespitzten Gegenstand? Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich hier gerade gefunden. Also, okay. Ihr habt 4 Jahre lang an Alles brennt gearbeitet ungefähr. Wie lange habt ihr denn an Alle gegen Alle gearbeitet? Naja, 4 Jahre an Alles brennt haben wir gearbeitet, weil es das erste Mal ist, quasi, also zwischen Gründung, Zugezogen Maskulin und Release Alles brennt, meinst du jetzt? Weil akut an Alles brennt haben wir, weiß ich nicht, ein knappes halbes Jahr oder so gearbeitet irgendwie, aber also genau bis ein Album in dieser Couleur spruchreif war, von mir aus lass es 4 Jahre sein, naja, dann haben wir fast 3 Jahre tatsächlich an Alle gegen Alle gearbeitet. Also wir haben, das ist ja irgendwie das Schwierige am Musikmachen, das ist ja kein ich baue jetzt ein Schiff und kann ungefähr abschätzen, ich muss die und die Menge Arbeit, weil ich habe schon vorher 10 Schiffe gemacht, ich weiß ungefähr, wie lange das dauert irgendwie. Gerade bei einem Album, gerade bei einem zweiten Album ist es halt völlig unabsehbar gewesen. Ganz am Anfang, also als wir 2016 hatten wir sowas Startschussmäßiges, da haben wir uns zusammen mit Envimoto, Silkasoft und Kenji 451 in so einem Dorf in Brandenburg in so einem Häuschen eingeschlossen und wollten so anfangen irgendwie. Und ich glaube, hätten wir da einfach jetzt so volle Kanne drauf beharrt irgendwie, komm, wir machen jetzt die Platte jetzt so fertig mit den paar Themen, die wir schon mal so haben, da schustern wir es so drumrum, ist egal, wird schon alles, dann wäre sie vielleicht schon Ende 2016 fertig geworden. Dadurch, dass wir aber zweifelnde und hin und her schwankende Typen sind, haben wir, glaube ich, wirklich seit Anfang 2016 bis Mitte 2017 dran gearbeitet. Also und natürlich, und vorher lädst du dich ja auch auf irgendwie. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man das Album fertig macht und dann fängt man gleich das nächste an. Ist vielleicht eine schlaue Herangehensweise, weiß ich nicht. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben halt erstmal abgesetzt, sacken lassen, ruhen lassen. Ja. Habt ihr genau 12 Songs auch für das Album gemacht oder war das schon eine harte Auswahl? Nee, wir haben auch noch mehr Songs gemacht, aber es war absolut keine harte Auswahl, sondern es war dann recht klar, welcher Song raufkommt und welcher Song aus gewissen Gründen auch nicht rauskommt oder nicht richtig Klick macht. Ja, naja, einer noch mehr, aber es sind auch noch Texte, die wir nicht verwendet haben, Beats, die dann doch nicht drauf gelandet sind und so weiter. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall keine, jo, wir machen 50 Tracks und wählen die 12 besten aus. So, das ist schon wenig Ausschussware da gewesen. Bei welchem Song war es am knappsten, dass er auf dem Album landet? Keiner. Die jetzt drauf sind, waren eigentlich alle klar. Die Beats waren zwischendurch mal unklar irgendwie, aber so die Songs von den Texten her hat keiner gewackelt, niemals. Das heißt, ihr habt auch teilweise dann nochmal den Beat einfach ausgewechselt und hattet den Song quasi schon fertig? Ja, haben wir so gemacht. Mhm. Stimmt, bei 1, 2 Songs haben wir das so gemacht. Ja, einfach weil man dann denkt, okay, das ist es jetzt gerade irgendwie nicht, das fügt sich da nicht ein, das reißt es irgendwie raus oder sowas, ja. Du hast gerade schon angesprochen, was der Unterschied ist zur Herangehensweise ans Vorgängeralbum. Aber von den Themen und auch von der Musikalität, wie würdest du beschreiben, was sind die Unterschiede zum Vorgängeralbum? Das ist auf jeden Fall diese ganze Trap-Anleihen, die ja auf Alles brennt noch zu hören waren, wo es aber zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie eine neue, spannende, ballrige Richtung war und noch nicht so in so deutschen Ballermann-Trap durchgenudelt wurde. Das ist alles raus. Es ist meiner Meinung nach wärmer, melodischer, musikalischer. Textlich ist es, also es ist eigentlich ein ganz anderes Themenspektrum. Es hat schon natürlich Überschneidung zu dem, was wir auf Alles brennt behandelt haben. Es ist aber eine andere Richtung, also eine andere Position, aus der wir schauen, und eine andere Richtung, in die wir schauen. Bei Alles brennt war es ja zum Großteil irgendwie eine, okay, ich bin, verstehe mich als mehr oder weniger progressiver Medienmusikmensch in Berlin und schaue auf das, was mich hier umgibt. Jetzt ist es ja eher eine, okay, ich
bin aus dieser Blase herausgetreten aus bestimmten Gründen, schaue jetzt auf diese Blase und schaue aber auch dahin, wo ich herkomme, weil ich eben gemerkt habe, dass das irgendwie zwei Welten sind, die sich auseinanderentwickelt haben, die sich voneinander entfremdet haben, was man ja auch ablesen kann an jetzigen Wahlergebnissen zum Beispiel und aber auch an vielen anderen Sachen ablesen kann und dann eben auch ein Bemerken von, okay, nicht nur diese beiden Pole haben sich entfremdet, auch Menschen voneinander haben sich entfremdet. Ich spüre, dass in dieser Gesellschaft, wenn ich nicht aufpasse, ich mich von mir selber auch entfremde. So viele Sachen und Beobachtungen, die dann eben aus eher einer Außenperspektive heraus dargelegt werden. So, ich glaube, das ist so. Ja. Wo hast du das Gefühl, dass du dich von dir selbst entfremdest? Ich habe das Gefühl zum Beispiel, dass ich mich von mir selbst entfremde, wenn ich so dir wird halt so nahegelegt, dass du in dieser Gesellschaft, dass du immer cool sein musst, dass du nicht zappeln darfst auf dem Stuhl. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber dass du stark, glücklich, nicht unsicher, dass du immer Spaß haben musst und so weiter, dass einmal durch Social Media, aber nur als Verlängerung von so Verhältnissen aus der Wirtschaft eigentlich, wo es ja darum geht, dass das schon deine Mitschüler, deine Mitstudenten am Arbeitsplatz, deine Mitarbeiter, dass es eigentlich deine Konkurrenten sind, du musst dich durchsetzen, du musst dich selber ausbeuten, du musst stärker sein als alle anderen, du musst besser essen als alle anderen, um letztendlich dann, wenn du das alles beherzigst, dann ist doch alles okay, dann kannst du es hier zu was bringen, dann kannst du hier Spaß haben und wenn du hier keinen Spaß hast, dann liegt das nicht daran, dass die Umstände scheiße sind, sondern dann liegt das einfach an dir selber, dass du einfach faul bist, musst dich einfach mehr anstrengen. Diesen Imperativ, so musst du sein, das ist wertes Leben, alles andere ist unwertes Leben, wirkt ein Druck auf mich aus, wie auf alle anderen wahrscheinlich auch, den ich immer wieder hinterfragen muss und von dem ich mich auch immer wieder mal befreien muss und mir sagen muss, okay, nein, es ist auch cool, es ist auch in Ordnung, uncool zu sein, es ist in Ordnung, auch mal zu straucheln, schwache Momente zu haben. Man muss nicht immer performen und nicht immer verwertbar sein und cool und stark sein. Und da geht's dir aber auch ähnlich, Grimm, oder? Also du hast zum Beispiel diese Craft Beer Line, wo du das kritisierst, womit tatsächlich eine Freundin dann auf meiner Instagram-Story, wo ich ganz stolz mit so mehreren Craft Beer Dingern meinen neuen Job feier, meinte so... Craft Beer Braumeister oder was? Nee, ich bin nur Konsument. Das war ganz cool. Das war irgendwie ein Fünfer und es gab irgendwie so 0,1 12 verschiedene Sorten. Ja. Und das war schon ganz geil. Und da meint sie halt, ey, du... Hast du deinen neuen Job schon? Feierst? Du hast einen neuen Job? Also, ja. Ich dachte, du wärst Ich hab's selbst getraut. Okay. Ja. Leider nein. Nee, aber in dem Interview habe ich gehört, dass du damit gar nicht das Craft Beer trinken an sich... Nein, das ist kritisiert, sondern nein, das dieses, ich fühle mich besser als genau, andere. Also das bessere Leben und das ist natürlich das, was so bei Craft Beer als Symptom für etwas, mir ist es echt wirklich, soll ich lauter sprechen? Du kannst es ja näher ran, weil Testo ist immer relativ nah am Mikro. Ja, mir ist es wirklich scheißegal, ob jemand Craft Beer trinkt oder nicht, also so, keine Ahnung, vielleicht schmeckt es ja. Es geht da natürlich auch um dieses moralisch Überlegenere, das echte Bier, oh Gott, du trinkst da diese Pisse und bist nicht dazu bereit, irgendwie 5 € für eine Flasche Bier auszugeben. So, darum geht's mir beim Craft-Bier-Trinker-Dissen. Also, das ist schon eine Parallele, oder? Ja, dieses, natürlich, absolut. Dieses Betteln unter... Unter allen diese Competition, die einfach ständig immer geführt wird, von der wir uns natürlich auch nicht frei machen können, so von der kann sich kein Mensch wirklich frei machen. Bei manchen drückt es halt noch mehr, wenn du sehr viel Kohle hast, dann drückt es ein bisschen weniger wahrscheinlich irgendwie, weil du dann nicht mehr die ganze Zeit um deine eigene Verwertbarkeit fighten musst irgendwie oder also so dann kannst du es dir da ein bisschen bequemer machen, aber letztendlich betrifft es alle natürlich. Aber gibt es da bewusst Schritte, die ihr geht, um euch davon zu lösen? Es ist nicht dieses Zugestehen, okay, das war jetzt nicht mein coolster Auftritt. Das war jetzt nicht das coolste, mein coolstes Erscheinen auf irgendeiner Promi-Party. Da war ich nicht so cool, wie ich gerne gewollt hätte. Der Witz hat nicht so gesessen, sich das selber irgendwie einzugestehen. Das ist tatsächlich, es nimmt unfassbar viel Druck von einem, wenn man sich selber sagt, ja gut, das war eben ein bisschen dumm von mir. Oder vogelig oder was auch immer. Oder eben auch sagt, ja gut, dann ist es halt so. Also so, das
du fandst es doof, okay, für mich ist in Ordnung, irgendwie sich da irgendwie mit sich selber so ein bisschen ins Lockere zu geraten. Also ich habe eher öfters, dass ich mit mir hadere und mir so denke, ei, war das jetzt cool, als dass ich so ganz locker und easy sagt, ja, naja, scheiß drauf, so. Aber das hilft auf jeden Fall. Dagegen. Bringt auf jeden Fall schon was, das zu wissen, das zu reflektieren. Und genau dann eben einfach sich nicht zu bewerten, nicht selber auf sich auch noch, also die Ansprüche, die an einen herangetragen werden, nicht einfach blind zu übernehmen und sich dann selber so abzuwerten, wenn man denen nicht gerecht wird, sondern eben zu sagen, ja, okay, ich bin, wie ich bin, so, und alle anderen können sich ficken, so, die das nicht cool finden. Gibt es da bewusst einen Moment, wo du sagst, das war nicht so cool, worüber du auch reden würdest, so, wo du dich selbst ertappt hast und gemerkt hast, boah, dieser Witz ist überhaupt nicht angekommen? Ja, naja, hatte ich zum Beispiel beim Preis für Popkultur schön stabil mir vorher noch so eine 2 Wodka Red Bull Mission reingeballert, um so auf Betriebstemperatur zu kommen. Habe ich irgendwie versucht, einen Witz zu schlagen, der so mit der Mischung aus Uwe und Heiko im Spannungsfeld zu seinen vorherigen Arbeitstiteln, die so ein bisschen Onkels und Freiwild-mäßig, und dem Echo, zu dem ja der Preis für Popkultur. Und alleine, wenn ich schon erkläre, aus wie vielen Säulen dieser Witz besteht, schwierig auf eine Art, den noch so mit 2 Mischen im Korpus jetzt noch irgendwie gut an Mann zu bringen, habe ich nicht so ganz gut hingekriegt. Klang einfach nur ein bisschen bösartiger, als ich das eigentlich klinge, nämlich nach, jo, wir wären lieber beim Echo aufgetreten oder irgendwie sowas. Tja, ich schaff's auch nicht immer, Alter. Das war schon der Witz. Nee, das sollte der Witz. So ist er, so habe ich das Gefühl, dass er bei manchen Leuten angekommen ist. Eigentlich wollte ich einen total witzigen, Meta-Ebenen, filigranen Grimm 104-Witz machen, aber er hat auf eine Art nicht so geballert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dafür hat der Wodka geballert. Immerhin. Ja. Ja, es gibt da nicht überall Annotations, ne? Bitte? Es gibt nicht überall die Genius Annotations. Ja, genau, die hätten mir da gut getan, tatsächlich. Wenn dann so kurz Pause und so jemand sagt, jo, also der Witz, pass auf, aber ach, auf eine Säule Art. 1. Ja, ja, genau, Ebene 1. Das Album ist aber auch ein gewisser Neustart in, sag ich mal, im Umfeld, oder? Ihr habt ein neues Booking, neuen Vertrieb, neues Label, oder? Nein, wir haben kein neues Booking. Vertrieb wird wahrscheinlich neu sein. Wir haben ein neues Label, ja. Und wie war der Schritt? Warum habt ihr das gemacht? Ja, das war einfach der nächste logische Schritt, was jetzt Wachstum anging, so. Ja, also man sieht, wir sind auch nicht frei von Verwertungs- und blablabla Gedanken, aber wir hatten einfach Bock, dass unsere Musik noch mehr Leute hören und das ermöglicht dann eben so einen Schritt zum nächstgrößeren Label. Aber wir sind trotzdem, also bei Bubak noch im Booking und so weiter, cool, und auch sind sehr coole Leute. Aber habt ihr Schiss, dass es irgendwie schlecht ankommen könnte oder sowas? Klar, also denke ich manchmal drüber nach, okay, das können auch Leute kacke finden, aber ja, mein Gott, dann sollen die es halt kacke finden, so. Und es ist halt auch auf eine Art, man macht es den Leuten nie recht irgendwie, und es ist halt auch, man, die Leute stecken halt auch nicht in der Haut, so, es geht ja auch irgendwie dann darum, okay, ich möchte von Musik leben und wie lange davon leben und so weiter und so fort. Wenn dann, es ist in Ordnung, wenn ich mich mit Leuten aus meinem Umfeld über diese Entscheidung streite oder diskutiere oder sowas. Aber wenn mir jetzt irgendein 18-Jähriger, der sich gerade das Taschengeld von seinem Vater abgeholt hat, mir irgendwie einen Vorwurf macht, warum wir jetzt das nächstgrößere Label irgendwie angehen. Ja, ja. Das ist dann und Quatsch. Der nach seinem Abi dann bei der Deutschen Bank anfängt. Ja, ja, genau. Nee, ich kann es auch voll nachvollziehen. Also ich finde es auch klug, auch mit PTK war es halt genauso, dass er auch gesagt hat, ich möchte halt einfach, dass mein Album im Laden steht. Wo ist der denn jetzt? Nee, der hat, glaube ich, nur einen anderen Vertrieb gewählt. Der ist, glaube ich, noch beim gleichen Label, aber der hat auf jeden Fall halt... Bombenprodukt dann, früher oder? Hatte der einfach nur online. Konntest du es halt einfach nur bei ihm... Das ist ja auch, also ich meine, sich einen Vertrieb zu holen, so, also wenn einem das schon als Verrat gedeutet wird, das ist ja richtig mies, so. Ich meine, Vertrieb ist ja wirklich einfach nur... dass deine CD überall im Laden und bei Spotify ist, so, oder das Album irgendwie, das ist dann ja schon ganz schön gemein, wenn man so. Das ist gemein, Mann. Ey, das ist mies, Leute. Das ist so mies.
Testo, du hast vorher angesprochen, dass du aus Blasen, auch gerade Medienmusik, ausgetreten bist bewusst. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, was heißt ausgetreten? Ich bin natürlich als Künstler zwangsläufig Teil dieser Blase und ich bin auch auf Veranstaltungen, die das so widerspiegeln. Aber es ist nicht mehr so, wie zum Beispiel, als ich noch bei rap.de gearbeitet habe, da war das Coolste der Welt für mich, irgendwie zu einer Party zu gehen von, was weiß ich, Smirnoff oder so, wo es Free Drinks gibt und dann rennt da Palina rum und Wilson Gonzalez und so weiter. Und das war für mich, wow, krass. Ich halt so als kleiner Pisser so aus Stralsund. Das war halt, da dachte ich, okay, krass, hier will ich, ich will nicht mehr nur über eine Rap.de-Liste hier rein, irgendwann schaffe ich es mal selber als Musiker dahin eingeladen zu werden und hier Teil zu sein und hier stattzufinden, vielleicht sogar hier aufzutreten und ich werde ein Teil dieser Menschen sein. Und dann irgendwann mit Alles brennt, haben wir da ja schon so gekratzt und klar, dann hast du überall deine Plätze, wenn du willst, deine Gästelistenplätze und du trittst auf solchen Partys und du lernst auch den einen oder anderen Menschen kennen und da sind auch sehr viele coole Menschen dabei, aber für mich war es dann so, dass ich gemerkt habe, ey, diese Partys an sich, weiß ich nicht, das ist dann doch irgendwie nicht so meine Welt, nicht so, so dieses überästhetisierte, was sich da eben auch widerspiegelt. Alles ist natürlich immer mega cool und vor allem hier in Berlin die Partys, die sind natürlich viel besser als alle anderen Partys überall und da habe ich dann irgendwann mir gedacht, okay, hier ist eigentlich nicht mal so mein Platz, das ist irgendwie, da fehlt mir irgendwie was. So. Ist und da, oberflächlich. Ja, und na, genau, voll, so klingt so abgedroschen, aber auf eine Art ist es das und ich fühle mich einfach auf diesen Partys nicht wohl, wo ich das Gefühl habe, ich muss hier, wo ich halt auch das Entfremdungsgefühl habe von, ey, ich muss hier cool sein, ich muss hier performen, ich muss hier, ich darf hier nicht peinlich sein. Aber ganz ehrlich, was ist das für eine Party, wo ich das Gefühl habe, ich darf hier nicht peinlich sein? So, wie soll man dann überhaupt sich frei machen und feiern? Ist mir leider nicht möglich. So, und dann gehe ich halt doch lieber an unprätentiöse Orte, wo die Leute halt sich nicht für ein Instagram-Feed unbedingt eignen wollen auch, aber wo es dafür einfach entspannter ist und lockerer und man auch wirklich man selbst sein kann und Spaß haben kann. Also es gibt trotzdem noch die Orte auch, wo du das hast, wo du nicht unbedingt so viel darüber nachdenkst, was andere Leute von dir denken. Klar, auf jeden Fall, ja. Also, nur, dass die halt natürlich sehr viel kleiner sind und sehr viel, also rarer gestreut sind als so irgendwelche Free-Drinks-Partys irgendwie. Also, wobei eigentlich sind sie gar nicht so viel rarer. Es reicht ja eigentlich, nee, zu zweit, zu dritt in eine Kneipe zu gehen. Voll. Ist ja auch schon, also so, da hast du ja schon diesen Raum. Mir reicht es tatsächlich auch zu zweit oder zu dritt, sich irgendwie auf der Straße eine Flasche Schnaps zu teilen. So, finde ich auch immer irgendwie ganz entspannt. Macht mir mehr Spaß als auf so einer ätzenden Party, wo ich danach mir denke, oh Gott, oh, ich habe mich blamiert. Oh nein, ich war nicht cool genug. So, also nach diesem Besäufnis auf der Straße gehe ich nach Hause und bin besoffen und wach am nächsten Morgen auf und denke mir so, war lustig. Und bei dem anderen zermarter ich mich noch zwei Tage darüber, ob ich da irgendwie unangenehm aufgefallen sein könnte. So. Ja. Echt? Und frag dir dann auch mal Leute, also das ist halt... Das, nee, das darfst du ja nicht machen, das ist ja der strategische Fehler. Nee. Mal auf Twitter in die Runde. Ja, was war los? Was war hier denn los? Aber das Ding ist, dass alle, mit denen ich spreche, das ja eh ähnlich empfinden, dass die auch sagen, oh fuck, ey, ja, ich war auch mega peinlich. Und das ist ja halt das, also das ist eh, jeder ist in sich gefangen, aber das ist ja auch das Symptomatische, dass dieser Kontext, in dem man sich da bewegt, dass der das in den Menschen auslöst, dass irgendwie jeder irgendwie denkt, ey, ich darf hier nicht peinlich sein. Und dadurch aber, ja, wie eben schon gesagt, eigentlich für jeden das unmöglich ist, Spaß zu haben, weil eigentlich müssen alle nur sagen, ey, komm, Alter, wir sind alle nur Menschen, wir können doch jetzt alle peinlich sein, lass uns jetzt irgendwie Spaß haben und diesen Krampf ablegen. Aber funktioniert leider nicht. Und auch wenn jemand sagen würde, lass uns doch jetzt mal alle unkrampfig sein, dann, hey, ja, okay, Mann, wir sind jetzt total unkrampfig. Und dann ist auch das, wird dann auch das wieder zum Krampf. So. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dass einfach, wenn zu viele irgendwie coole, wichtige Menschen zusammentreffen, dann ist es einfach schwer, locker zu sein. Ja, ich denke auch, peinlich ist vielleicht schon ein bisschen zu werdend, aber einfach halt so sein, wie man ist, ne? Ja. Peinlich kommt halt eher schon mega. Ja, genau. Es geht jetzt auch nicht darum, der mega Goofy auf der Party zu sein. Aber genau, man selber und sich irgendwie Sachen zugestehen, eingestehen und jetzt nicht jede Maske, die man sich so, also ein bisschen weniger Masken aufzusetzen irgendwie.
Aber kriegt ihr das hin oder wirklich dann nur in einem anderen Raum? Ich krieg's wirklich in den wenigsten Fällen. Also auch so richtig, also bei den meisten von diesen großen Promi-Partys bin ich einfach so locked in und überfordert. Entweder betrinke ich mich dann, dann geht's mir wenigstens für den Zeitpunkt irgendwie, geht's dann klar so, und dann finde ich es einfach im besten Falle witzig und weird. Wenn ich das nicht tue, hau ich ab. So, dann, das bringt mir dann nichts. So, da ich spüre richtig, dann, wenn ich dann abhaue mit jedem Schritt, den ich gehe, wie eine Last von meinen Schultern wegfällt und ich mir so denke, oh, es war die richtige Entscheidung. Ja. Krass, ja. Hätte man wahrscheinlich nicht vermutet bei zugezogen Maskulin, dass es da so viele Gedanken über mich rüber sind. Tja. Machst du nichts dran, ne? Also, vielleicht ja schon, also ich wäre egal, wenn das dann irgendwann so ist, dass du einfach eben dich egal wo freimachen kannst. Ja, ich glaube, es ist einfach, es liegt in der DNA solcher Veranstaltungen, wie Tess gerade schon gesagt hat. Alter, wenn du Speer irgendwie 20 Rapper-Trottel, 20 Social-Media-Influencer, 20 Label-Leute, da wird keine 20 geile... 20 Label-Leute, die Chefs von den Label-Leuten, genau. Und dann nochmal die Chefs von den Chefs. Und versuch da mal eine lockere Stimmung. Das ist in der Natur der Sache, dass das nicht funktionieren wird. Ja. So, das ist, stell dir mal eine WG-Party vor, auf der eben genau dieses Klientel einfach in Home-Party. Nee, stell dir einfach eine WG-Party vor, wo noch deine Eltern dabei sind und dein Chef. Ja, und dann guck mal, wie locker das wird. Meine Eltern und meine Chefin, die sind alle locker. Also das könnte sogar noch ganz cool werden tatsächlich, aber ich weiß, was ihr meint. Ja. Also genau, Ausnahmen gibt es immer, aber die bestätigen leider ja auch die Regel. Ich würde nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Testo, du sagst eben auch, dass du dieses Ost-Bashing, was eben auch teilweise von Böhmermann oder sowas kommt, wo man sich einfach darüber lustig macht oder eben auch kleinere wie Saarbrücken oder sowas dann irgendwie diffamiert, irgendwie als schlecht oder als alle Idioten darstellt. Ja, stimmt, Saarland, da macht man sich auch immer drüber lustig. Genau, aber wart ihr schon mal im Saarland? Du, naja, nee, Spaß kann ich jetzt nicht machen. Ja, komm, ja. Bist du Saarländer? Nee. Ich bin, ich komme aus NRW auch. Ja, NRW ja auch wahrscheinlich bei vielen mittlerweile auf der Abschussliste. Was so Bundesland-Sympathie angeht. Was? Nee, aber genau, bei diesem Ostbashing, wie du hast gesagt, dass sich das auch teilweise einfach getroffen hat. Ja, ich bin halt Ostdeutscher. Ich meine, die Leute haben seit den 90ern nichts anderes erfahren außer Abwertung irgendwie von Seiten der Medien und was weiß ich, so als Witzfigur. Alles klar, na, ich komme aus Chemnitz und so. Und das, das nervt mich einfach. Ich find's einfach mega, ich find's dumm auch, also auch bezugnehmend auf Wahlen und neurechte Bewegung oder auch alte rechte Bewegung, wenn man sagt, ja, das sind halt die Ossis, die sind halt Nazis so, da lässt man halt außer Acht, dass es genau diese Bewegungen auch in anderen Ländern gibt, wo jetzt nicht unbedingt vorher Realsozialismus geherrscht hat. Das ist einfach so eine Pauschalisierung, die genau auch das, also ist eigentlich genau dasselbe wie das, was man ankreidet bei Leuten, die vielleicht islamophob sind oder so, die sagen, ja, alle Moslems sind scheiße, weil die zwei, drei, die waren Terroristen, ist zu sagen, ja, da sind nur Nazis, so. Und die sind alle hängen geblieben und was weiß ich. Das Ding ist, das löst keine Probleme, sondern es führt nur dazu, dass man sich noch mehr weit davon entfernt. Das führt auch dazu, dass es Spaß macht, sein Kreuz bei bestimmten Parteien zu machen. Also um das Klischee zu bedienen. Oder? Ja, um zu sagen, ja, weil wenn wir jetzt alle Nazis sind, dann sind wir eben Nazis so. Und jetzt fickt euch so. Tatsächlich funktioniert es ja auch in dem Sinne, also wenn man sagt, ey, wir sind hier irgendwie, keiner kümmert sich um uns, aber wenn wir jetzt mal den und den Gruß machen und so weiter, dann plötzlich kümmern sich Leute um uns. Das ist so wie, was weiß ich, wieso das Kind, um das sich keiner kümmert, das dann anfängt, die Wände zu bekritzeln und die Blumentöpfe umzuschmeißen, und dann plötzlich hat es die Aufmerksamkeit so. Also ich finde, die Wut ist berechtigt, aber die ist falsch gerichtet. Also wenn man sich anschaut, diese ganze Tragödie mit den ganzen Träumen und was weiß ich, die Leute damals in die DDR eingebracht haben und den ganzen guten Willen von wirklich guten, intelligenten Leuten, die ganzen Hoffnungen, die da drinne waren, wie es dann aber letztendlich verlaufen ist, diese ganze Tragödie, die da drinne steckt, dann wieder diese Träume und Hoffnungen, die dann in den Kapitalismus gesetzt wurden, dann aber auch, wie es ausgegangen ist für viele Leute, die da eben nicht so viel von haben, dann kann ich verstehen, wenn man dann irgendwann auch abgefuckt ist und sagt, Alter, was ist das eigentlich für ein scheiß Leben, was ich hier zu führen habe, und jetzt
lasse ich, also, und dann ist eben, wie gesagt, der falsche Schritt eben, sich den Geflüchteten oder so vorzunehmen, der genauso ein armes Schwein ist und genauso unter der gleichen Scheiße eigentlich leidet, so. Wie meinst du, könnte man da die Wut besser bündeln oder wie könnte man Leute auch zusammenbringen oder was wäre die, siehst du Lösungsansätze da? Naja, man muss einfach dafür sorgen, dass Menschen sich nicht mehr abgehängt fühlen, sondern dass sie merken, dass okay, von der Globalisierung, von den Möglichkeiten, die das bietet, von den Freiheiten, davon habe ich was. So, das kommt mir zugute und ich muss mich jetzt nicht mehr danach sehen, dass das wieder ein starker Nationalstaat auftritt, der jetzt hier für mich die Verantwortung übernimmt, mir Gutes tut, sondern diese Globalisierung, die bringt mir was. Das Problem ist, es bringt nichts zu sagen, ey, die Globalisierung, die bringt dir auch was, wenn die Menschen nichts davon haben und wenn die das nicht fühlen, so. Also man müsste vielleicht irgendwie eben nicht, ja, einfach nur der Stärkste setzt sich durch und der Schwächste fliegt, uns doch egal, wir an der Spitze, uns geht's doch gut und uns geht weiter vorwärts und die paar da hinten, die können uns doch egal sein, weil die können uns nicht egal sein, weil irgendwann steigen die halt den anderen Leuten aufs Dach, so, und zu Recht, so, weil die einfach wütend sind. Und genauso dieses ganze Sexit und baut die Mauer wieder auf. Ja, okay, Alter, wenn du mit dem Schuh irgendwie in Matsch trittst, dann sagst du auch nicht, hack den Fuß ab, sondern dann sagst du, dann putzt du den Schuh so und kümmerst dich um deinen Fuß. Hm. Ja, ich merke schon, das Thema beschäftigt dich aber schon auch. Ja, ne, voll. Aber ja, also auch, weil es halt mich betrifft, weil es mich natürlich auch ärgert, wenn ich Wahlergebnisse sehe, wenn ich so Witze höre und wenn ich mir denke, ja, scheiße, Mann, ihr trefft da aber auch einfach einen Punkt, so. Aber es ist halt nicht so einfach und es bringt nichts, diese Ossi-Witze zu machen und so weiter. Außer, dass ich mich darüber aufrege und jetzt hier so einen langen Vortrag darüber halte. Länger als Grimms Vorträge. Ja. Hältst du dich heute eigentlich zurück? Nee, aber ich hab, also es ist jetzt das, fünfte Interview. Ich merke so, okay, jetzt muss ich meine Redeeinsätze pointierter setzen irgendwie. Nee, gar nicht, Mann. Das ist ja für mich das Erste. Also red ruhig, fühl dich frei. Ja, ja, tue ich auch. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema. Ja, ja, klar. Also da komme ich mir immer vor wie so ein Konvertit oder so, was der dann, ja, Mann, ey, die sollen uns Ossis in Ruhe lassen, Mann. Das ist halt, ja. Macht ihr mal hier. Okay, was sind denn Fragen, die ihr gar nicht mehr hören könnt? Weil wir haben noch ein ganz bisschen Zeit. Tatsächlich, was sind denn Fragen, die ihr gar nicht mehr hören könnt? Das ist die meiste. Rubrik gibt es tatsächlich, das machen viele. Was jetzt, ist denn eine Frage, auf die ihr gar keinen Bock habt? Nee, das ist jetzt wirklich nur, um zu checken, welche ich noch fragen kann. Achso, eine Frage einfach, hau mal raus. Chillt ihr auch eigentlich zu zweit oder ist es eher so, dass ihr euch gar nicht mehr sehen könnt, weil ihr schon so viel zusammen verbringt und arbeitet? Also jetzt in so einer Promophase und auch auf Tour und so, wo man eh berufsmäßig täglich zu tun hat, eher weniger, aber ist auch okay, dann brauche ich auch irgendwie das zum Durchschnaufen. Ich will auch mal andere Leute treffen, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, mit denen ich mal über ganz andere Themen reden kann. Aber sonst in so Phasen, wo wir jetzt beruflich nicht so gebunden sind, machen wir schon sehr viel Sachen zusammen. Ja. Und es gibt tatsächlich auch jetzt gerade, also gerade so, wenn es hin zum Album geht, werden diese freien Tage, wo man mal so durchschnaufen kann und andere Leute trifft, werden auch immer weniger. Insofern chillt man schon sehr viel. Aber es macht auch Spaß. So. Es ist, es nervt mich nicht. Wo du auch chillst, ist auf dem Friedhof. Ja. Warum? Ruhe tatsächlich. Also das war so der erste Grund. Also Friedhöfe sind natürlich durch ihre Deprimiertheitsbelastung auch irgendwie so spezielle Orte, aber tatsächlich, Alter, wo in einer Großstadt hast du so viel Ruhe im Freien wie auf einem Friedhof? Nirgends. Uhrenfriedhof, Seestraße, Wedding, kann ich nur empfehlen. Eichhörnchen spielen in den Bäumen, ab und zu ein Specht oder vielleicht verirrt sich sogar ein Fuchs zwischen die Gräber. Es ist einfach wahnsinnig ruhig. Dir geht keiner auf die Nerven, dich quatscht keiner an. Du kannst dir einen bestimmten Vorrat an Getränken oder Zigaretten oder was weiß ich, was man halt so braucht, irgendwie mitnehmen und kannst da einfach abhängen. Ich habe schon früher gerne auf Friedhöfen, also jetzt gar nicht so, jo Mann, ich bin der mega düstere Grimm, sondern einfach wirklich rein faktisch, weil es so ruhig ist. Und natürlich, es ist auch interessant, also du läufst durch so Reihen von Gräbern und denkst, okay, das waren alles mal irgendwie Menschen, die irgendwas wollten und irgendwas nicht wollen und am Ende sind sie alle nur tot.
Nee, aber es ist, also es sind tatsächlich so Gedanken, die mir gekommen sind. Okay, krass, irgendwann liege ich halt auch hier unten. Was, wie schaffe ich es denn jetzt so in dem bisschen Zeit, das man irgendwie hat, irgendwie was Cooles zu machen, was, was mich erfüllt irgendwie. Ja, was natürlich auch schon fast wieder so ein neoliberaler Ansatz ist, dass man in der wenigen Zeit, in der man ist, irgendwie was, was machen muss. Aber es stimmt schon, ein bisschen was Cooles zum Glücklichsein ist schon, schon gut. Aber ich glaube, es geht den meisten in dieser Generation so, ne, dass sie einfach die Zeit als sehr kostbar sehen und sehr schnell Angst haben, womit ich verschwende. Ja, natürlich. Zeit. Es ist halt, es liegt natürlich auch an der Menge an subjektiven Möglichkeiten irgendwie, die man, also die viele Leute so in bestimmten gesellschaftlichen Schichten und sowas haben. Du kannst dir ja ganz viele aussuchen irgendwie. Aber das ist wie, wenn man abends mal feiern gehen will und sich so denkt, boah, die Party ist und da könnte ich auch noch hingehen. Und am Ende guckt man doch nur Schlag den Star zu Hause und geht um 11 pennen. Aber fühlst du dich dann schlechter? Ja. Tatsächlich, ja, klar. Also, ja, irgendwie schon. Ist ja eigentlich schon schlechter, ja. Was ja auch ein Teil von eben diesem Anspruch an den Menschen ist, du musst nicht nur stark sein und cool und toll und erfolgreich, du musst auch viel erleben, du musst viel vorweisen können, du musst in vielen Ländern gewesen sein, du musst am Wochenende feiern, du musst tolle Leute kennen. Also das haben wir tatsächlich auch thematisiert auf dem Album, in diesem Stirb-Song, also diese Fear of Missing Out, also dass man Angst hat, etwas zu verpassen, die einen dann aber auch oft treibt in Situationen, wo man sich denkt, ey, alles in mir schreit eigentlich, ich will zu Hause auf der Couch sitzen oder ich will chillen oder ich will meine Freundin treffen und so, aber auf Kopfebene denke ich, nein, aber ich bin noch jung, ich muss doch jetzt noch zu dieser Party und ich, hey Mann, ich muss doch richtig feiern, richtig Spaß haben, aber es funktioniert so leider nicht, das hält einen halt davon ab, die Sachen zu machen, auf die man eigentlich wirklich, wenn man ehrlich ist, wirklich Bock hat. Du benutzt gar kein Instagram, oder Testo? Nicht mehr, nee. Ah, du hast gelöscht? Ja, also als Privatperson, ja. Also mit dem Band-Account sind wir nach wie vor da. Aber ja, auch da, weil ich reg mich ja darüber auf so. Und tatsächlich, weil ich es auch so gefühlt habe, weil ich irgendwann dachte, ey, Alter, erstmal, wem mache ich denn was vor? Hier irgendwie so nur Bilder, wo ich halt möglichst cool und atzig und swaggy und bla 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 aussehe. Und warum, was lasse ich mir denn hier vormachen? So, warum ziehe ich mir denn eigentlich so fremde Leute und fremde Leben rein, die mir einfach nur so einen Teilaspekt von sich verkaufen, den sie jetzt irgendwie zeigen wollen, der wie gesagt für verwertbar ist, in dem Fall für Likes. Es ist eigentlich ein riesen Affentheater so. Es ist einfach nicht echt. Der Affe, der programmiert, wie er auch im Song ja, oder das, thematisiert. Ja. Und du bist aber trotzdem noch ein bisschen Social Media affiner, oder musst du dich aber da auch zwingen? In einer ewigen Hassliebe, wirklich, es ist dieses, oh, ich lösche Twitter, ich hasse Twitter, ich hasse es so sehr. Oh, das ist ja aber witzig und cool und dann wieder da. Oder Instagram, ja gut, Instagram nervt mich nicht so tatsächlich irgendwie. Also, aber ja, natürlich normal. Also so, ich meine, ey, die meisten Leute, also die so über Facebook hinausgehen, also Twitter und Instagram hatten doch, vermute ich jetzt mal, schon so Löschgelüste und so, oh, ich melde mich da jetzt einfach ab, morgen höre ich auf. Ist wie mit Heroinsucht, da denkt man sich auch immer, morgen höre ich auf, aber dann schwierig. Ich hoffe, dass du da keine Erfahrung hast. Das mache ich als Substitut zu Instagram, einfach mit Hero anfangen. Ja, bitte? Das ist eine super Idee, ja, auf jeden Fall. Bewusst längere Instrumentalstrecken, habt ihr das bewusst gewählt, auch bewusst vielleicht Hooks, die ein bisschen weicher sind? Also Instrumentalstrecken hatten wir auch auf Alles brennt schon, weil das einfach für unser Empfinden, gerade bei unseren Texten, die ja sehr dicht sind irgendwie und wo viele Informationen drin sind, dass man auch mal Phasen hat, wo man durchatmen kann als Hörer. Hooks, das war jetzt nicht programmatisch oder so, die sind halt so entstanden und haben sich so gut angefühlt. Ja. Weil das Album ja an sich auch eher ballert. Ne? Also wenn man sich das anhört, das ist halt auch keine Friedhofschirmung. Findest du jetzt Alle gegen Alle ballert? Ich finde beide, aber tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ich habe Alle gegen Alle jetzt 3-4 Mal gehört, auch ja, noch nicht so oft. Aber doch, ich finde schon auch
wieder Richtung Trap und so weiter und man kann auf jeden Fall, man kann es schon wieder pumpen. Ne? Voll, natürlich, also ich meine, es ist ja was für eine Zeit, Stier, Nachtblues hat ja auch so seine Abfahrten, aber es war tatsächlich so, dass wir am Anfang schon drauf geachtet haben, dass es zumindest nicht so EDM-esk, also so dieses deutscher Ballermann-Trap irgendwie, also so dieser, keinen Namen hier nennen, aber gibt ja da so den ein oder anderen Sprechgesangsartisten, der sich dann doch nochmal gedacht hat, ja, jetzt mache ich auch Trap-Beats und dann da wie so ein Steinzeitmensch drüber gerappt hat. Das wollten wir auch bitte nicht. Ja, jetzt knallt es dann doch wieder ein bisschen mehr, aber eben, weil es auch sein muss, Alter, es muss halt ballern, es nützt doch nichts. Das Video zu Was für eine Zeit ist schon so ein What-the-fuck-Ding. Wer ist auf die Idee gekommen? Martin Swagorowski. Ja, der Martin Swagorowski, der Regisseur, hat sich da das überlegt. Der ist einfach kaputt im Kopf. Ja. Der denkt nur so ein Zeug. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das übernehmen wir so. Ja, wir haben es tatsächlich ein bisschen zusammen entworfen, aber ja, natürlich die meisten Sachen sind von Martin. Ja, ja, wir haben es zusammen, genau, haben uns zusammen überlegt, was wollen wir machen. Und der hat die einzelnen Bilder sich dann überlegt. Ja, so kann man sagen. Und das fanden wir gut. Dann würde ich abschließend nur noch mal fragen, auch auf Instagram, Grimm, schreibst du sehr poetisch manchmal. Da habe ich mich gefragt, so. Was schreibe ich denn nochmal Beispiel? Boah, du hast irgendwas mit Fleischern und so. Ich müsste es jetzt so aussuchen. Das habe ich geklaut. Aber das ist nicht von dir. Nö, das ist nicht von mir. Unfassbar. Das mit der warmen Leber, mit der Schwanz massiert wird, habe ich von einem Strunk der goldene Handschuhe geklaut. Ach so, okay. Ja, dann müssen wir das ja sogar rausschneiden, weil sonst. Nö, kannst du doch drinnen lassen. Okay, ja, eigentlich war die Frage nämlich, ob du selbst Bücher schreiben möchtest, aber das ist noch nicht mal von dir, deswegen. Nee, also ich schreibe jetzt tatsächlich für dieses Juice-Ding, 20 Jahre Juice, habe ich einen Bericht über meine erste Juice geschrieben irgendwie, aber nö. Das kann ich später noch machen, wenn ich Rückenschmerzen habe beim Rappen, da kann ich immer noch ein Buch schreiben, aber jetzt gerade rappe ich lieber tatsächlich. Also, aber es macht mir natürlich Spaß und ich mag es auch gerne, über einen längeren Zeitraum mal so ein bisschen zu fabulieren und da nicht irgendwie diesen Korsett aus 16 oder 12 Bars unterworfen zu sein. Aber ich bin da, so weit bin ich noch nicht. Und wie ist es bei dir, Testo? Wärst du ein guter Schriftsteller? Ja, müssen andere dann beurteilen, aber ich denke schon. Ich habe auch eine Affinität zum Schreiben und auch denke auch irgendwann wahrscheinlich mal Lust, irgendwie was zu schreiben, ja, was Größeres. Ist Aller gegen Alle eigentlich Referenz auf das Album von Slime? Nee, auf den Song von DAF. Okay, ja, ich habe echt. Hast du schon ein paar Mal beantwortet, ja, aber ich habe auch genau das bei Wikipedia gelesen. Ja, das wiederum. Es ist tatsächlich weder das eine noch das andere so ganz speziell. Also, ich fand den Songtitel einfach gut, weil es ist mir dann auch so, ja, da war schon mal was irgendwie. Und dann, ja, gut. Aber gibt schlimmere Bands, von denen man, an denen man sich vorher wo man schon mal was übernimmt irgendwie. Es müsste jetzt nicht, wie heißt das? Von Lanzer? Das Album ran ist besser, als wenn es Ran an den Feind heißen würde. Das stimmt. Aber ihr wollt einfach alle in jedes Album reinpacken, das wäre doch was. Ja, das muss sein. Die alle Antilopen. So, ja, wie Antilopengang mit ihren A-Alben. So machen wir das jetzt auch. Das nächste Album heißt Alles aus. Ja. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Wenn ihr noch was hinzufügen wollt, dann hat mir das sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, danke schön. Auf uns allen lastet Druck. Wahrscheinlich ist es gar nicht so unsere Generation, sondern es war schon immer so. Man macht sich selbst Druck, die Gesellschaft macht einem Druck. Und man stellt sich Fragen wie komme ich an mein Ziel? Oder was will ich überhaupt? Das natürlich am beschissensten ist, wenn man nicht mal das weiß. Aber es ist halt so. Was will ich? Was erfüllt mich? Bin ich zufrieden mit dem, was ich mache? Und diese Fragen machen das Leben nicht unbedingt einfach, selbst wenn Generationen über uns das vielleicht denken. Also es ist schon manchmal hart, habe ich das Gefühl, eben gerade mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, auch ein bisschen klarzukommen. Sehr privilegiert und wir können alle froh sein, dass wir eben diesen Luxus haben, aber es fuckt eben doch ab und man muss irgendwie damit klarkommen. Ich bin froh, dass Zugezogen Maskulin so offen und ehrlich waren, dass sie eben über ihre Schwächen auch geredet haben, was eben nicht unbedingt immer der Fall ist, weil Oberflächlichkeit eben doch auch ein gewisser Schutzmechanismus ist. Man lässt Leute nicht so schnell an sich ran und das ist irgendwie schade. Ich bin sehr gerne offen und auch mit offenen Menschen unterwegs und freue mich aber auch darüber, wenn
Witze wie Ossi-Witze oder sowas nicht in meiner Nähe gemacht werden, weil ich finde es einfach nicht lustig. Und ja, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Interview. Zugezogen maskulin. Neues Album heißt Alle gegen alle. Es ist ein Gefühl, dass jeder ein bisschen gegen jeden ist, diese Ellenbogengesellschaft. Ich sehe aber auch sehr viel Miteinander und hoffe, dass es eben nicht alle gegen alle ist. Dass es in Zukunft doch ein bisschen besser wird und wir uns zusammenraufen und eben mehr Brücken schlagen als Hürden aufbauen. Aber das ist Wunschdenken. Trotzdem, jeder kann daran arbeiten, jeder kann was tun, glaube ich. Und das sind immer die ersten Schritte, das zu checken, zu realisieren, hey, da lebt man sich auseinander, da entfernt man sich vielleicht sogar von sich selbst. Und es ist, glaube ich, immer wichtig, sich selbst und andere Leute zu reflektieren, darüber nachzudenken, wie man agiert, aber sich auch gleichzeitig nicht zu sehr einen Kopf drum machen. Und diese Mitte zu finden, ist, glaube ich, ein ganz großes Ziel. Und ja, das war es jetzt auch schon wieder mit den Weisheiten bei Thema Takt. Abonniert den Podcast, ich freue mich drüber. Ich freue mich über Bewertungen, über Kommentare, über deine Rückmeldung. Wie gehst du mit Druck um? Wie machst du dich frei davon? Und wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche.